Vorsatz der Ewigkeiten. Epheser 3, Verse 8 bis 12. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Die Mächte und Gewalten im Himmel werden und wurden zu seiner Zeit informiert, was Gott von Ewigkeit her beschlossen hat und was bisher im Verborgenen gewesen ist. Der Augenmerk dieses geheimen Ratschlusses, den Vorsatz der Ewigkeiten, ist der Mensch und im Besonderen die erlöste Gemeinde. Die Engel im Himmel begehren zu schauen, wie der Heilige Geist im Evangelium wirkt. 1. Petrus 1, 12. Das griechische Wort, welches mit schauen übersetzt wurde, bedeutet sich beugen und etwas sorgfältig und neugierig ansehen. Gott löst ein das Problem auf unfassbare, erstaunliche und wunderbare Weise, das Problem der Sünde. Engel und gläubig gewordene Menschen können darüber nur dankbar und fasziniert staunen, jeden Tag neu. Gott ist gerecht und er macht auch gerecht. Entsprechend steht in Römer 3, Verse 22 bis 26. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Die Wege, die Gott mit den Menschen gegangen ist und vorbereitet hat, sind äußerst aufwendig und intensiv. Ziel war es, das Werk der Gnade und Liebe und der Gerechtigkeit deutlich zu machen, durch alle Jahrhunderte, Völker und Menschen hindurch bis heute. Es ist ein grandioses Werk göttlicher Weisheit und Macht und mancher harter Konsequenz. In allererster Linie für Jesus Christus, den Sohn Gottes, der schlimmstes Leid, Spott, Schmerz, Verachtung und Hass in einer nie gekannten Art und Weise erfuhr und das alles für uns Christen erduldete. Gottes Liebe ermöglichte dies. Und zwar, damit die Glaubenden, die Gott lieben, in alle Ewigkeit nie gekannte Freude erfahren. Entsprechend heißt es in 1. Korinther 2, 9, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, Jesaja 64, 3, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Der Weg zur Sündenerkenntnis ist für nicht wenige schwieriger und härter als der Weg zum Glauben an die Erlösung und Vergebung der Sünden. Wenn das eine da ist, fällt das andere eigentlich nicht mehr schwer. Aber wenn es schwer fällt, dann liegt das nicht an Gott, sondern immer nur an einem selbst. Gott will nicht strafen, sondern er will segnen. Aber manchmal muss er strafen, um segnen zu können. Wer das mit dem Kreuzestod von Jesus Christus, seiner Auferstehung und dem Blut für übertrieben hält oder sogar als Stein des Anstoßes empfindet, der geht einen Weg zwischen Selbstgerechtigkeit
und dämonischer Lüge. Gottes Thron, Gottes Herrlichkeit ist ein Thron der Gnade und seine Macht ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas kaum Fassbares und etwas überaus Heiliges und kein Ort der Rechtfertigung seiner selbst oder ein Ort einer netten Frömmelei oder irgendeiner Debatte. Gott spielt nicht mit uns, sondern es ist ihm heiliger Ernst, uns als sein Gegenüber annehmen zu können. Gott sucht das Du und nicht das Ich. Er will uns wie sich selbst machen, denn Gott ist der wahre Mensch in Jesus Christus, sozusagen der absolute, der vollkommene Mensch, ein Bild seiner selbst. In 1. Mose 1, 26 bis 27 heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Als Sünder sind wir kein Bild, das Gott in gewisser Weise gleich ist. Gott hasst die Sünde. Man kann sie als eine Essenz des Unglaubens bezeichnen. Wären wir an Gottes Stelle, würden wir es ebenso sehen und verurteilen müssen. Aber Gott liebt den Verlorenen, den Demütigen, den Armen, den Niedergedrückten, den, der sich nach Wahrheit, nach Klarheit, nach Frieden, nach Freiheit, nach Erlösung, nach Wiederherstellung, nach Liebe und nach Ewigkeit sehnt und eben versteht, dass dies nicht in dieser Welt zu finden ist. Die ganze Heilsgeschichte ist viel komplexer, tiefschürfender und gewaltiger, als wir es begreifen können. Darum sind auch die himmlischen Mächte und Gewalten sehr neugierig und daran interessiert, wie Gott durch das ewige Heil in Jesus Christus Menschen gerecht, heil und vollkommen macht bis in alle Ewigkeit. Die erlöste Gemeinde ist heilig. Sie ist erkauft durch das teure Blut Jesu Christi. 1. Korinther 6, 20. Und wenn du an Jesus Christus als deinen Heiland, als deinen persönlichen Erlöser glaubst, wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du auch teuer erkauft und erlöst und ein Geliebter des Herrn bis in alle Ewigkeit. In 1. Petrus Kapitel 1, Verse 8 bis 12 steht, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Gott segne euch.
Thank you.